Gott, ich war böse. Ich habe im letzten Haul gesagt, dass ich mir eigentlich nichts kaufe, aber das ist so ein, das habe ich unbedingt gebraucht, Haul. Ich muss ja schon langsam über mich selber lachen. Ich habe gewusst, dass ich es nicht schaffe. Ich hatte ja keine Lippenmasken mehr und habe mir gedacht, okay, dann, weil die Freundin wollte in Action gehen und dann waren wir auch im Action. Und ich habe mir halt meine Lippenmasken gebunkert. Insgesamt habe ich mir, glaube ich, 10 von den roten gekauft und 10 von den goldenen. Weil ich ja nicht so oft zum Action komme. Aber ihr wisst ja, ich liebe die und ich brauche ja jeden Monat jeweils eins von den beiden immer auf. Und ich habe, wie gesagt, keine mehr gefunden bei mir zu Hause. Und dann haben wir gedacht, okay, dann kauft ihr halt welche nach. Eigentlich hätte ich sie ja nicht gebraucht, das wissen wir ja eh, aber ich mag die. Und ich habe in letzter Zeit so eine Phase und seit ich die öfter hintereinander verwende, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich auch keine Mundecken oder Fieberblasen mehr bekomme. Ich glaube mal lieber auf Holz. Aber ja, ich mag die. Ich mag die wirklich. Und wie gesagt, ich habe mir da echt ein paar gebunkert. Grabkerzen habe ich auch gekauft. Ich war auch wegen was Gescheiten auch dort. Nicht nur wieder wegen Klumpen. Ich habe mir auch so ein Geschirrspüler-Reinigungsmittel gekauft. Weil ich habe keins mehr gefunden. Und dort war es in Aktion. So, dann war ich ziemlich böse. Ich habe mir ein paar Badezusätze gekauft. Also, Disney-Badezusätze. Ihr wisst ja, da kann ich nicht vorbeigehen. Und wie gesagt, ich habe gar nicht mehr so viele Badezusätze. Okay, es gab einmal Susi und Strolchi. Dann gab es, und da bin ich so verliebt in diese Verpackung. Und deswegen überlege ich, ob ich mir da nicht noch ein paar kaufe. Weil ich finde die Verpackung so extrem süß von denen. Aristocats gab es auch. Dann Stitch. Auch mega süß. Dann, und das finde ich auch, ich mit meinem Dann. Von Dalmatina gab es auch eines. Und natürlich gab es Bambi. Und ich hoffe, dass ich da alle erwischt habe. Action und DM. Das sind zwei Dinge, wo ich nie reingehen darf. So. Noch weiter beim Action habe ich mir dann die Zahncreme hier gekauft, weil die um 99 Cent reduziert war und ich habe von der keine mehr. Ich habe weder die Ingwer noch sonst irgendwas noch von der. Und die Ananas fand ich am besten, deswegen habe ich mir die wieder nachgekauft. Ich weiß, ziemlich böse. Noch ein Lippenpatch. Ich habe Chiquita's Place, heißt sie, ich kann mir das nie merken, bei der Nicole, habe ich in ihrem Video, irgendwo hat das glaube ich auf Instagram oder so postet, oder auf YouTube oder so, hat sie Lippenpeelings gepostet von Action. Einmal habe ich erwischt Kokos und natürlich Wassermelone. Und schaut mal, wie geil die Verpackungen davon sind. Ich habe noch einen gefunden mit Simba und Nala. Gibt es ja auch. Habe ich auch. So, dann habe ich mir noch ein paar Duschmasken gekauft. Ich will damit ein Instagram-Foto machen, weil ich finde die Marke so interessant und ich mag die. Ich habe ja die Melone, habe ich glaube ich ein paar Mal noch daheim. Es gibt von der so viele Sorten. Ich habe im Internet das nämlich gegoogelt. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass es davon eine Grapefruit gibt, eine Avocado und eine Pfirsich. Ich bilde mal ein, die Pfirsich habe ich aber. Und es gibt ja auch eine Kokos und die habe ich auch noch. Und ich will von denen unbedingt ein Foto für Instagram machen. Das ist die geilste Ausrede, um sich Tuchmasken zu kaufen. Ich habe mir auch den neuen Rasierschaum gekauft und das Rasiergel. Ich kann schon nicht mehr reden. Das Tropic Fantasy habe ich mir mitgenommen. Und das neue Peach Vibes. Ich habe mir aber von jedem nur eins genommen, weil ich habe jetzt aktuell eins in Verwendung. Ich glaube, das war auch was mit Pfirsich und Blumen oder so. Und das mochte ich überhaupt nicht. Und ich habe mir damals zwei gekauft und habe es bereut, dass ich mir davon ein zweites gekauft habe. Und deswegen habe ich das jetzt nur einmal mitgenommen, weil erstens gehen die Sachen ja sowieso wieder aus dem Sortiment und es kommen eh jedes Jahr neue Sorten raus. Und ich finde, jede Sorte hat so ein gewisses Etwas und ja, sie wechseln ja eh immer das Sortiment. Ein Badezusatz von Balea habe ich mir auch noch mitgenommen. Das war dieses Badepuder Deine Auszeit. Ihr wisst ja, dass ich diese Badesachen von Balea total liebe. Deswegen habe ich mir die nachgekauft. Dann war ich böse
und war in der Maskenabteilung. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht, oder? Es gibt ja jetzt diese neue mit weiße Mango Maracuja. Wollte ich unbedingt ausprobieren. Und weil ich ja mich so geärgert habe, dass ich die Chocolate Ruby, glaube ich, hat die geheißen, nicht gebunkert habe und ich habe sie nirgendwo mehr gefunden. Eine Abonnentin war urlieb und hat mir einen Link geschickt, wo man das eingeben konnte auf der DM-Seite und man hat dann die Filialen bekommen, wo die Chocolate Ruby noch vorhanden war. Aber es waren viele Filialen, wo nur ein Stück ist und ich fahre nicht wegen ein Stück am Arsch der Welt. Also habe ich die natürlich nicht mehr bekommen und ich habe auch keine Backups leider mehr. Und das finde ich schade, weil die Chocolate Ruby war so eine, die meine weiße Schokolade abgelöst hätte für den Winter. Weil diese weiße Schokomaske mag ich ja auch total, wisst ihr ja eh. Ja, aber Balea, wie gesagt, wechselt ja auch jedes Mal das Sortiment und bevor ich jammer, habe ich mir gedacht, nehme ich ein paar mit und mal gucken, wie sie ist. Ich hoffe nur, ich bin jetzt nicht eingefahren und sie ist scheiße, weil dann habe ich Pech, ne? Dann war ich ganz, ganz böse. Und ich glaube, ich habe davon noch irgendwo welche in einen anderen Sack. Ich habe mir von Balea diese neue Melone-Tuchmaske gekauft. Mir haben die so viele geschickt. Mir haben die wirklich extrem viele geschickt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, drauf, ich kaufe sie einfach. Ich kaufe sie einfach. Ich war auch brav und habe eine schon aufgebraucht. Kann ich euch auch zeigen. Eine habe ich schon leer gemacht. Und ich fand die gut. Also ich fand die wirklich gut. Sie ist jetzt nicht so intensiv von dem Duft her wie die eine Melone-Maske, die mal so eine Melonenspalte war. Die war auch geil. Die habe ich auch, glaube ich, aufgebraucht vor kurzem. Aber es ist Melone und ich liebe Melone und deswegen habe ich sie mir gebunkert. Ich glaube, ich habe irgendwo 2 Stück nur mitgenommen und in einer anderen Filiale habe ich dann 10 mitgenommen. Ich glaube aber, dass das dann auch reicht und dass ich nicht noch mehr brauche. Also die ich erwischt habe, habe ich jetzt mal mitgenommen. Ich hätte in einer Filiale nämlich noch mehr mitnehmen können, aber habe ich nicht gemacht, weil ich ja eh so viele jetzt habe. Ich meine, das reicht ja, oder? Wenn man das mal anschaut, reicht das eigentlich vollkommen. Weil diese mit der Melonenspalte, die müsste ich auch noch irgendwo bunkert haben und deswegen denke ich mir, reicht das. Ich habe mir bei Müller Kosmetiktücher gekauft, weil ich die jedes Mal aufbrauche. Ich habe sie ja da neben mir stehen und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich da rein schon mit mir schlecht, habe ich mir gedacht, nehme ich mir da welche mit. Ist ja nichts Schlimmes, würde ich sagen. Dann habe ich mir Maxi-Wattepads vom Ebelin diesmal mitgenommen. Ich habe eine kleinere Packung schon in Verwendung und das war so eine große Größe. Ich habe leider nur eine Packung von der noch gesehen, sonst hätte ich mir die öfter mitgenommen. Ich mag die größeren Wattepads viel, viel lieber für Gesichtswasser. Ich habe jetzt keine nachkaufen wollen, aber es geht nicht ohne. Es geht einfach nicht ohne. Ich mag diese größeren Wattepads viel, viel lieber für Gesichtswasser. Und zum Abschminken, ich benutze eh nur noch kaum Augen-Make-up-Entferner, weil ich dieses Balsam von Biotherm jetzt zum Abschminken verwende. Ich liebe diese Routine. Und dann, wenn ich noch ein paar Reste habe, gehe ich mit dem Augen-Make-up-Entferner drüber und das war's dann. Ja. Aber, oh, was Essbares habe ich auch gekauft. Supi, ne? Ja, schön, ne? Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Egal. Ein Shampoo habe ich mir auch mitgenommen, wieder von Alverde. Verzögert nachfetten. Anti-Fett-Shampoo. Ich habe dieses Kiwi-Volumen habe ich aufgebraucht und ich habe dann noch eins probieren wollen. Ich bin in letzter Zeit auf Shampoo-Probierphase. Ich glaube, ich habe nämlich gar nicht mehr so viele. Ich sollte mal... Ich muss, glaube ich, ein Backup Schrank mal ausräumen und mal gucken, wie viel ich dann noch insgesamt habe. Ah, das riecht doch geil. Ich bin mal bei einem, ich habe das schon mal gehabt. Aber probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Das Kiwi fand ich nicht so gut. Da bin ich so dankbar, dass der Stefan mit mir die Shampoos gemeinsam verwendet. Er verwendet jetzt häufiger das von Terra Naturi. Ich glaube, das mag er auch. Aber er benutzt die anderen auch mit mir mit. Ich habe mir dann noch von Müller eine Indusch-Lotion mitgenommen von Nivea. Der Rest ist dann nur noch Badezusätze. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe mir eingebildet, ich habe keine sommerlichen Badezusätze mehr. Deswegen habe ich einen Haufen gekauft. Die Freundin hat mich schon rausgelacht. Ich habe aber den da gesehen und ich fand den so süß und ich habe mir alle gekauft, die ich gefunden habe. Das ist der... Also Badesalz ist das. Oh, habe ich gar nicht geschaut. Aber es ist nicht so grob, es ist eher fein. Es ist nicht so grob wie das Badesalz mit Granatapfel. Da habe ich, glaube ich, sogar noch eins im Badezimmer.
Weil das habe ich mir nicht nachgekauft. Aber da habe ich jetzt noch eines, habe ich gesehen. Und das ist viel, viel feiner und ich finde den Duft so interessant. Das ist mit Lotusblütenextrakt und Kokosöl. Mit dem Duft nach Kokos. Ich habe irgendwie Bock, da bald eins zu verwenden. Vielleicht lege ich noch ein paar ins Badezimmer, weil ich habe mir ja das Badepuder nochmal gekauft. Dann habe ich diese Perlen mir nochmal gekauft, weil die liebe ich. Ich glaube, da hat es mal eine andere Sorte auch gegeben, oder? Aber die gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Entspann dich, glaube ich. Nochmal die hier. Dann habe ich sehr, sehr viele, wirklich viele von diesen Kokos-Ding gekauft. Ich meine, ich fand die Verpackung ja auch schon so mega süß. Ihr wisst ja, ich bin ein Verpackungsopfer. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, glaube ich. Aber ich musste die einfach mitnehmen. Ich habe die nämlich nie gefunden in irgendein DM und ich bin so selten in ein DM. Dann ist klar, dass ich so eskaliere. Ich meine, das ist echt gestört. Dann ist es klar, dass ich so eskaliere und mir mehr mitnehme von denen. Ich habe alle gekauft, sogar die Kassiererin hat komisch geschaut. Ich habe alle gekauft, die es dort gab. Und die Freundin von mir, die mit war, wollte dann eine Packung haben und ich habe ihr dann eine dann zugesteckt. So, da hast du Geld aus. Ich bin gestört. Ich bin gestört. Ich bin gestört, aber ist okay. Ist okay. Es gibt andere Dinge, die man nicht so schlimm sammelt, ne? Und ich weiß, dass ich im letzten Haul gesagt habe, dass ich nichts mehr nachkaufe, aber ich habe keine sommerlichen Badezusätze mehr gehabt und ich hatte keine Lippenmasken mehr. Und wenn ich jetzt... Ich versuche mich wahrscheinlich zu rechtfertigen, was ich gar nicht machen muss. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich brauche jetzt länger nicht die Sachen kaufen, jetzt habe ich ja längere Monate Ruhe. Also das ist halt meine Logik dahinter, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Aber egal. Ich habe noch zweimal das Badepuder. Und außerdem liebe ich Haul-Videos zu drehen, ihr kennt's mich. Und einmal noch diese Entspann-Dich-Badeperlen. Dann war ich bei den Augenpads und habe gesehen, dass UD sogar blaue Blitze hat. Und habe mir die natürlich gekauft, weil ich die mega geil finde. Mich erinnert das so ein bisschen an Lady Gaga. Ich glaube, das habe ich zu den Pinken auch gesagt. Und da habe ich mir 4 Stück mitgenommen. Ich finde die mega interessant. Ich muss jetzt mal wieder meine Augenpads durchschauen, weil ich nehme immer so einen Haufen, den ich dann benutzen will. Und da ist ein bisschen reduzierter schon. Also muss ich da wieder ein paar raussuchen, die ich verwenden will. Ich habe die ja immer im Kühlschrank. Und ja, bis jetzt habe ich keine negativen Erfahrungen mit diesen UD gemacht. Und ich glaube, dass der blaue Blitz beim DM im Sortiment ist. Da steht nämlich nichts mit Limited Edition drauf. Die Herzvariante geht nämlich bei uns bei Müller leider schon aus dem Sortiment. Finde ich urschade. Aber ja, ich zeige euch das nochmal, wie das ausschaut. So. Ja, und dann war ich ja beim Rituals. Das habe ich ja euch in dem einen Adventkalender-Video da erzählt. Adventkalender, Sommerkalender erzählt, dass ich das Peeling gratis dazu bekommen habe und dass ich irgendwas noch, eine Kerze für meinen Vater gekauft habe, das Duschgel mir gekauft habe. Ja, das habe ich euch in dem Rituals-Video erzählt. Ja, ich weiß, ich bin gestört, wir wollen nicht auf das Thema eingehen, aber ja, jetzt habe ich wieder eine Weile eine Ruhe und ich habe gesehen, ich habe nicht mehr so viele Sommerbadezusätze und jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr. Wir hätten Wetten abschließen sollen. Ich habe gewusst, dass ich das niemals schaffe. Ich habe auch mit Freundinnen drüber geredet. Ich habe gesagt, ich setze mir jetzt selber ein Kaufverbot und dann habe ich aber 5 Sekunden später gesagt, aber ich werde das sicher nicht schaffen. Und ich habe recht. Aber egal, es ist mein Geld, es ist mein Leben, also... Ist es, glaube ich, egal, oder? Und ihr habt wieder ein Haul-Video. Also wer beschwert sich da? Ist mir auch wurscht, wer sich beschwert, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich liebe, 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 liebe einkaufen, das wisst ihr. Und bei einem Beauty-Kanal finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich euch halt Sachen herzeige, die ich eh 4-mal in ein aufgebraucht Video euch herzeige. Ich freue mich nämlich heute Abend wieder auf meine Augenpads und meine Lippenmaske. Auf das freue ich mich wirklich. Ich weiß nur noch nicht genau, welche ich verwende. Aber ich werde schon welche finden, die ich benutzen kann. Ich habe jetzt wieder genug. Das ist echt so Banane, wirklich, wa? Aber egal. Ja, ich werde mir sogar schon ein paar Sachen ins Badezimmer schon stellen, die ich dann bald benutzen werde. Das heißt, im nächsten Aufgebraucht-Video werdet ihr die Sachen schon sehen. Da zeigt das nur, dass ich die Sachen auch dann schon verwende, was ich auch gut finde, weil ihr habt es gesehen, ich habe sie gekauft, aber ich verwende sie auch schon kleinweise. Und das finde ich auch gut. Das finde ich wirklich gut von mir. Ich finde das nicht so negativ. Ich werde die Sachen jetzt mal wegräumen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit.
Oh, wobei schon. Hab noch genug Zeit, dass ich vielleicht die Sachen mal wegräume und die Sachen auch gleich ins Badezimmer schlichte, weil, ja, kann mal nicht schaden, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich sag jetzt lieber nicht mehr, dass ich ein Kaufverbot habe, weil ich werde mich eh nicht dran halten, so wie ich mich kenne. Oder vielleicht habe ich jetzt wieder meinen Bedarf gedeckt und bin wieder ein bisschen chilliger unterwegs und kaufe jetzt nicht mehr so schnell was. Aber wir werden es ja sehen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Drückt mir die Daumen, dass ich das diesmal hinkriege. Bis dann.